Grüß Gott, ich begrüße euch zu unserem ersten Video. Anpflanzt wird mit Kräuterritsch, alles aus einer Hand, aus Berches Kräuterland. Wie schon angekündigt, geht es um die Gurke. Ich möchte euch kurz ein paar Tipps geben. Ja, es geht an mit der Pflanzung. Also eine Gurke wächst eigentlich erst richtig, egal ob im Freiland oder im Gewächshaus, wenn der Boden in der Nacht mindestens 10 Grad plus hat. Da kommt schon der erste Fehler, der oft gemacht wird. Es wird abends gegossen und meistens mit dem Schlauch oder mit kaltem Wasser. Dann wird der Boden abgekühlt und die Pflanze kann nicht wachsen. Beim Pflanzen den ersten halben Meter die kleinen Gürkchen, so schwer es euch fällt, auch entfernen. Denn die Kraft der Pflanze soll erst fürs Wachstum da sein und dann erst für die Gurkenbildung. Sie soll erst in die Höhe wachsen und dann kann sie Gurken machen. Viel hilft, viel heißt es immer, die Gurke braucht Wasser. Stimmt nicht. Die Gurke braucht Wasser, wenn die Temperatur entsprechend ist. Das heißt, ist es warm und heiß, dann braucht sie Wasser, aber wenn es bedeckt, regnerisch und trüb ist, braucht sie wenig Wasser. Das Beste ist einmal mit dem Finger rein in die Erde und schauen, ist sie noch feucht oder nicht. Weil ihr habt, bekommt sie zu viel Wasser, werden die Blätter gelb und die Adern der Blätter treten dann grün hervor. Das heißt, sie hat zu viel Wasser. Ernten kann man die ersten Gurken, wenn sie die Hälfte der angegebenen Länge hat. Also eine 30 cm Solargurke bei 15 cm ernten. Und dann öfter mal runter tun, nicht laufend große Gurken erwarten, sondern die kommen von alleine. Gurke runter und kühl aufbewahren, aber bitte nicht im Kühlschrank. Für die Schädlinge, wie zum Beispiel die rote Spinne, die immer auftritt, wenn es zu warm wird, muss man dafür sorgen, dass etwas erhöhte Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus ist. Das kann man machen, indem man zum Beispiel auf dem Gang Wasser mit der Gießkanne ausgießt, damit einfach die Luftfeuchtigkeit höher ist. Solltet ihr sonst noch Fragen haben, könnt ihr mich gerne mal anrufen, dann würde ich sie gern beantworten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.